Also die Muscle Contraction ist schon mal hart gewährleistet. Seht ihr, wie die Lats arbeiten? Ah, Veins! Veins unter den Veins. Also, immer bis zum Muskelversagen gehen, schön ans Limit. Go! Road to Glory by Jill and Sai. Gymnastics at its finest. Schaut mal die Froschperspektive. Ist wie bei Karl. Unten immer so. Die Nase muss ich sagen. Streifen in der Brust! Ja! Aber um die Brust geht's heute nicht. Wir wollen erklären, wie Latman zu seinen Wings gekommen ist. Das will ich mal sehen. Genau, also. Will ich auch. Jill zeigt euch heute, dass man. Bisschen mehr von. Ein bisschen frech, ne? Jetzt? Ja, so ein Rowdy. Ne? Nicht nur ich, wir sind ja im Duo mal wieder unterwegs, so wie ihr es kennt, liebt, feiert und wertschätzt. Entsprechend zeigen wir euch, wie ihr Flügel bekommt, mit denen ihr tatsächlich bei einem bestimmten Windschlag draußen abheben könnt, ja? Wir reden nämlich von den Let's Bird. Und zwar nicht Let's Bird, die wir in London kennengelernt haben. Ja, genau. Also das ist ein reiner Insider, können wir euch jetzt nicht erzählen. Genau. Wenn ihr es trotzdem wissen wollt, schreibt in die Kommentare. That Let's Bird. Let's Bird. Und einer dieser Übungen, die eben zu den besagten Wings führen, klar ist Latzug, aber da erzählen wir euch sicherlich nichts Neues. Wenn ihr auch dazu ein Tutorial haben wollt, da es natürlich unterschiedliche Grifftechniken gibt und damit andere Penetrationsmöglichkeiten, ja? Mhm. Aber wir wollen euch heute zeigen, wie ihr den kompletten Rücken penetrieren könnt. Da reden wir von der Rückentiefe, die immens wichtig ist, die häufig vernachlässigt wird. Und eben zusätzlich zu den Wings, sprich zu den Lat. Ne? Ja. Lat ist nichts anderes als der Latissimus, kommt aus dem Saiischen. Aus dem Saiischen. Ihr wisst, früher die griechischen Götter haben fließend Saiisch gesprochen. Mhm. Und da kommt das Latissimus-Wort her. Und ja, ist letztendlich nur eine abgewandelte Form von Jill. Ja? Es gibt auch einen Duden, einen Fitness-Duden, da steht Latissimus, Jill, Latissimus. Genau, und demnach zeigen wir euch heute, wie man rudert, aber nicht irgendwie rudert, sondern mit Kurzhanteln. Und deswegen würde ich fast sagen, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, haben uns ein eigenes Gym eröffnet. Ja. Ja? Und wir können vielleicht noch ein bisschen Werbung machen, denn der Dank gilt natürlich dafür, dass wir dieses Studio vor allem allein für uns nutzen können, um eben die bestmögliche Voraussetzung dafür bieten zu können, um euch ein paar Übungen aufzuzeigen. Und die heutige heißt eben rudernd, vorgebeugt, kurzhanteln. Ne? No? Gehen wir direkt mal in die Action Zone rüber, in unseren ja, exquisiten Freihandelbereich. Genau. Da haben wir live was vorbereitet. Ich nehme euch mal mit auf die Reise. Schaut mal übrigens, unser Stativ ist die neue Ground and Pound. Genau. Zack. Und ich will gar nicht lang losschnacken, sondern zeig euch, wie ich zu meinem Latz gekommen bin. Komm, Digga, gib Gas! Ah. Nice! Komm! Aber eigentlich müsste ich es dann ja irgendwie. Immer bis zum Muskelversagen gehen, schön ans Limit. Und das ist natürlich das perfekte Gerät dafür. Spaß beiseite. Hier haben wir was aufgebaut. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, die ihr als Ablagefläche für eure Hände nutzen könnt. Viele machen es anhand einer Bank, ja. Entweder indem ihr das Ding komplett runtermacht, soweit nicht, sondern einfach. Ja, das geht zum Beispiel auch schon. Das hier nutzen viele als Übung. Wir machen sie hingegen frei. Der Vorteil ist, vielleicht erklärt das Seil kurz, damit er auch was Wichtiges im Video beizutragen hat. Ja. Der Vorteil gegenüber dieses Aufgelegte ist. Es ist immer das gleiche Thema. Wir betrachten kurz an den Faschen als Grundübung. Weil es einfach eine komplexe Übung ist, die auf Körperspannung basiert. Exakt. Und wir werden es euch mal zeigen, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal, wie gesagt, die freie Variante, dass man sich wirklich hinstellt und das Ganze frei macht. Ihr seht, ihr könnt ruhig euer Hand auf eurem Knie ablegen, das ist einfach eine Stabilität. Genau. Wenn ihr es so machen würdet, würdet ihr anfangen mit dem Körper zu sitzen. So ist. So habt ihr einen festen Punkt. Stellt euch vor, das ist eure Bank. Ja, das ist eure Bank, euer Knie ist eure Bank. Habt ein leichtes Rückkreuz, weil ihr einfach einen durchgestreckten Rücken habt, schöne Spannung drauf.
Für die No-Heteros kann man auch auf den Arsch filmen. In dem Sinne, kontrolliert euch ruhig den Spiegel. Das ist übrigens wichtig, wenn ihr den Spiegel parat habt. Kontrolliert euch ruhig seitlich im Spiegel und fangt dann an mit der Übung. Oh, ihr seht, das ist der unterste Punkt. Mein Arm hängt nicht durch. Ich habe das Gewicht bereits fixiert. Ich habe meinen Rücken leicht angespannt als Ausgangspunkt. Das wäre durchgestreckt. So habe ich es aber. Habt Spannung und zieht das Gewicht nach hinten. Ja? Oberster Punkt, wenn ihr wollt, unser Film wird eigentlich gehalten, die Spannung im Horizont. Bedeutet runter, nicht ganz bis nach unten und hoch und umhalten. Das ist eigentlich das Wichtigste an diesem Punkt. Denn oftmals ist es so, macht ihr es unkontrolliert, macht ihr es schnell, dann macht ihr den hier. Ja? Dann fangt ihr an, mit dem Oberkörper zu arbeiten. So ist es. Das ist aber nicht das, was wir wollen. Wir wollen aus dem Land rausziehen. Und dazu müsst ihr euch den Arm bewegen und möglichst nichts anderes bewegen als euren Arm. Alles andere ist ein leichter Cheat bei euch. Also da wäre das Thema, macht nicht die 70er, macht nicht die 60er, sondern macht vielleicht die 50er, 40er oder 30er, aber dann ordentlich. Genau, die 50er, 60er, 70er, 80er oder 90er überlässt ihr mir. Die du dann unsauber machst, ja. So ist es. Nee, ich muss wirklich sagen, dass ich Kurzhantelrudern wirklich explizit sehr, sehr schwer mache. Hm? Leider bieten die wenigsten Gym die Möglichkeit, eben diese Schwere an den Tag zu legen. Das Schwerste, was ich bisher hatte, war... Mein Smart! Ich habe dich einmal gesehen auf dem Parkplatz. Ja, da hast du den Daimler. Schalter mal hier, Schalter da. Ja. Den weggerollt. Ja, ja. Nee, ich könnte da, würde ich meinen, locker die 100er Kurzhanteln für nutzen. 70er gehen ohne weiteres auf Raps bei mir. Wie das Ganze aussieht, kann ich euch heute leider nicht zeigen. Da haben wir nur die 45er hervorliegen, aber umso sauberer kann ich dann demnach trainieren. Und was ich noch ergänzen wollte zu Size Ausführung, warum ihr nicht komplett ganz durchstrecken sollt, ist, um eben wieder die Gelenke zu schonen. Wir besprechen das hier immer wieder. Nicht grundlos benutze ich diese Teile hier, ja? Um eben gerade auch in Diäten, wo die Gelenke kaum mit Wasser geschützt sind und so miteinander reiben, um diese auch noch in 10 Jahren für gut befinden zu können, da gilt immer Safety First und wieder die Faustregel, ihr kontrolliert das Gewicht und nicht das Gewicht euch. Die Pussygewichte von Zeit legt mal zur Seite. Zeig's euch nochmal. Und ich mach's etwas anders. Und zwar benutze ich die Hand, mit der ich gerade nicht row, ne, mit der ich nicht ruder, benutze ich als Unterlage. Ne? Wie es halt richtigerweise sagt, leichtes Hohlkreuz, um eben den Rücken durchzustrecken. Den Arsch natürlich ab und zu mal so ein bisschen flexen. Ah, machen wir flexen nochmal. Gebt direkt einen Daumen hoch. Also, macht eure Squats, Boys. Auch Mädels feiern dicke, fette Kisten. So ist es. Jetzt kommen mal wieder nicht nur meine Handgelenksbandagen, sondern ihr habt es gerade machen hören. In dem Falle habe ich meine Zughilfen ausgepackt. Warum benutze ich Zughilfen? Um mich eben mental noch mehr auf die Rückenmuskulatur konzentrieren zu können. Somit entlaste ich den Unterarm und auch damit die Griffkraft. Nutze es nicht nur, also diese Zughilfen, um eben auch dicke Unterarme aufbauen zu können. Sonst heißt es nachher, fuck, ich kann gar nichts mehr halten und bewerkstelligen. Aber um eben die perfekte Auslastung in den Rücken, die komplette Konzentration in den Rücken zu bauen, benutze ich ihn in dem Falle. Ausgangsposition ist das hier und dann die positive explosiv, wie es halt sagt, kurz halten, auch Spannung und BOOM! Schön nah am Körper führen. Negative langsamer als die positive. Nie fallen lassen, niemals Linie machen, sondern immer schön geführt, langsam konzentriert, niederlassen, hoch, Spannung halten und runter. Nochmal. Und was ich euch noch empfehlen kann, einer meiner Insider-Tipps ist einzudrehen. Das können wir aber mit rechts zeigen. Ja, wenn ihr mit einer Seite durch seid, benötigt ihr natürlich die andere, gerade wenn ihr an Rekorden anknüpfen wollt, mit kompletter Kraft arbeitet, kann ich euch auch empfehlen, zwischen links und rechts natürlich eine kleine Pause zu machen. Andernfalls
kann ich euch versichern, schafft ihr mit dem zweiten Arm, egal ob es euer starker Arm ist, definitiv weniger als mit der ersten Seite, weil ihr eben noch aus der Puste seid. Somit gönnt euch gerade bei harten Sätzen zwischen 90 und 120 Sekunden Pause. Bei harten, harten Grundübungen machen wir sogar teilweise 3, 4 oder manchmal auch 5 Minuten Pause zwischen den Sätzen, um eben nochmals dieses starke oder schwere Gewicht zu bewerkstelligen. Es ist letztendlich, die Pausenzeiten sind so ein individuelles Gefühl. Klar gibt es da Richtwerte, aber letztendlich macht ihr es daran halt abhängig, wie ihr euch fühlt. Ne? Und wichtig, darauf sind wir noch nicht eingegangen, wenn ich beispielsweise mit rechts ruder, nehme ich das linke Bein nach vorne und habe hier natürlich die Last drauf. Ruder ich mit links, das rechte Bein vorne und habe hier die Last drauf. So, das Ganze machen wir jetzt nochmal mit rechts und zeige es euch nochmal explizit mit Eindrehen. So habe ich immer noch mehr Konzentration. Dieses Eindrehen mache ich dann aber nicht mit meinen Personal Record Gewichten, sondern wirklich dann, wenn eben nicht das Gewicht im Studio ist, womit ich gerne trainieren mag. In dem Falle sind es hier 45 Kilo. Hier wieder meine Ausgangsposition. Sehe mich in dem Falle leider nicht im Spiegel, was ich nicht mag. Ich gucke mich wirklich sehr, sehr gerne im Spiegel an. Nicht, gestatten? Nicht, weil ich zwingend arrogant bin, nur manchmal. Nee, aber wofür trainieren wir denn? Ja, ganz klar. Ehrlich, Hand aufs Herz, um eben gut auszuschauen. Und das Ganze kontrolliert man eben hier und da, gerade auf Pump im Spiegel. Ja? Und demnach scheut euch nicht, während des Trainings hier und da mal einen Blick zu riskieren. Das sind letztlich die Erfolge, die wir feiern. Aber darum geht es an der Stelle nicht, sondern vielmehr jetzt mal ohne Zughilfe. Ausgangsposition seht ihr, nicht mehr so, sondern eben so. Und ich drehe ihn rein. Ich erzähle euch noch was zur Atmung. Ihr atmet immer aus, während ihr die positive zieht, egal um welche Übung es geht. Einatmen in der Negativphase, Luft raus in der positiven, explosiven Phase. Dazu möchte mein lieber Sai noch was anfügen. Wie gesagt, auch hierbei Zughilfen, etc. Alles erwünscht. Macht euch da keine Gedanken drum. Klar, irgendwann kann man das Gewicht nicht mehr halten, aber klar ist es auch, dass ihr natürlich mehr Gewicht bewegen könnt. Und man muss klar differenzieren, es gibt einmal die Möglichkeit, das Ganze mit Zugriffen zu machen und dann vielleicht mit moderatem Gewicht oder das Ganze mit Zugriffen machen, mit viel Gewicht oder mit ohne Zugriffen mit moderatem Gewicht. Wichtig ist, dass die Mischung stimmt. Macht nicht jede Übung, wie Jill es angesprochen hat, beziehungsweise er hat es ihm gerade gesagt, nicht alles mit Zughilfen. Irgendwann habt ihr so eine Arme, seid so ein Brecher, aber macht Kreuzheben mit 120 Kilo und müsst Zughilfen nutzen, weil ihr es nicht mehr halten könnt. Also das ist wirklich nicht der Sinn des Ganzen. Letztendlich ist der Unterarm in dem Fall sogar sekundär mittrainiert. Demnach Zughilfen, sehr erwünscht. Probiert es mal aus, gerade mit dem Eindrehen, was Jill am Ende gezeigt hat. Es ist wirklich sehr effektiv, es ist ein komplett anderer Reiz. Das macht die Übung wirklich nochmal interessant, gerade wenn man sich sagt, ja, eigentlich ist die Übung gar nicht so für mich, die macht mir nicht so viel Spaß. Meistens sind es die Übungen, die nicht so viel Spaß machen, die Übungen, die am meisten Effekt für den Muskelaufbau treiben. Zum Beispiel macht mir, was ich überlege gerade, Beinpresse zum Beispiel, macht mir keinen Spaß, aber bringt mir harte Gains. Ja. Und meistens sind die Übungen, die am wenigsten feiern, auch gleichzeitig eure Schwachpunkte. Darauf müsst ihr mal wirklich, ja, Trizeps, bei dir ist ein Schwachpunkt. Also ihr müsst mal wirklich darauf achten. Die gerne Brust trainieren, ist auch meist deren ausgeprägtester Muskel. Demnach hittet umso doller, umso heftiger die Übung, wo ihr eigentlich gar keinen Bock drauf habt, die ihr überhaupt nicht feiert. Ich möchte auch gar nicht viel zu dem Volumen sagen. Hier könnt ihr natürlich rumexperimentieren von bis Rows. Ich habe es gerade erzählt, dieses Ruder mache ich extrem gerne schwer. Und da kommt es natürlich durchaus mal vor, dass man ein bisschen mit Schwung arbeitet, aber wieder bedacht darauf, ihr müsst das Gewicht kontrollieren und nicht andersrum. Ne? Immer schön den Muskel fühlen. Wenn ihr es einfach nur hochschleudert, geht es irgendwo hin, aber nicht dahin, wo ihr es wollt, nämlich in den Latt und in die Rückentiefe. Genau. Es ist eine sehr, sehr, sehr effektive Übung, die in keinen Trainingsplan fehlen sollte. Ja, definitiv komplexer, als sie aussieht. Definitiv. Und ihr könnt ganz gewiss davon ausgehen, dass ihr massive Wings damit bekommen werdet, ne? Wenn ihr sie
auf kurz oder lang implementiert und sauber durchzieht. Genau. Immer darauf bedacht, euer Muskel zu schocken, immer darauf bedacht, euch zu steigern, 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 steigern. Na? Ja. A und O ist doch immer eine Sache. Es wird oftmals angepriesen, wenn ihr Stärken habt, dann hebt die Stärken hervor, um eure Schwächen zu kaschieren. Das ist Bullshit. Jungs, Schwächen werden bearbeitet, Schwächen werden verbessert. Nicht andersrum. So ist es. Ja? Also, Rücken ist ein sehr, sehr breites, komplexes Thema. Er soll nicht nur breit sein, sondern auch er ist... Das ist eigentlich passt es. Ja, breites Thema. Es ist wirklich ein breites, komplexes Thema. Somit wird das definitiv nicht unser letztes Tutorial sein. Es folgt natürlich noch Kreuzheben, es folgt noch vorgebeugtes Rudern. Beides mindestens, wenn nicht sogar schwerere Übungen, wo ihr eben auch reichlich Kalorien während der Sätze verbrennt. Ja? Es kurbelt das dadurch, dass ihr wirklich die komplette Muskelspannung bei solchen Übungen aufbaut. Kurbelt es euren Stoffwechsel immens an. Demnach abgucken, beziehungsweise erstmal abgucken, nachmachen und in den Comments berichten, was ihr als nächstes sehen möchtet.